Darauf darf unser Fokus nicht gerichtet sein, unsere Vision, Manifestation. Die ganzen Infos im Netz, Coronavirus, Pandemiepotenzial, gezüchtet in von Bill Gates finanzierten Laboratorien. Besonders anfällig Menschen mit asiatischen Genen, ja, bereits in der Vergangenheit von Bill Gates ins Netz gestellte Visionen der Pandemie eingeschleuste asiatische Menschen, Feindbild, Panik, Angst, Ablehnung, Spaltung, demnächst 6 Millionen Infizierte bzw. Erkrankte, auch in Deutschland, das Virus, 80% SARS, 20% HIV, gefährliche Mischung, HIV-Medikamente wirken in Thailand, in China. Alles das, das ist eine Informationsflut. Das ist es nicht. Aufklärung einerseits ist sie zu begrüßen, andererseits, das ist Panikmache. Ich meine, das was Besseres kann denen, die es inszenieren, doch gar nicht passieren, als wenn jetzt Angst da ist, Panik, der Fokus auf all diese negativen Informationen gerichtet ist. Andere Ausrichtung bitte, wirklich. Ich zitiere jetzt nochmal Rudolf Steiner, der übrigens zu einer Zeit, als Kühe nur Gras gefressen haben und Heu. Also Anfang des 20. Jahrhunderts vorausgesagt hatte, wenn ihr ihnen Tiermehl füttert, also tierisches Eiweiß, tierische Proteine, verklumpt ihr Hirn und sie werden schwachsinnig. BSE, genau das ist eingetreten. Jahrzehnte später. Und genau zu der Zeit, und zwar 1917, erklärte Rudolf Steiner, als mögliche, oder sagen wir eher als, nicht als Prophezeiung, so wird es sein, sondern als warnende Prophezeiung. Weckruf. Aufwachen, bitte. Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer gesunden Anschauung heraus, gesunden Anschauung in Anführungsstrichen, einen Impfstoff finden, durch den der Organismus in frühester Jugend so bearbeitet wird, dass dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt, es gäbe eine Seele und einen Geist. Punkte, das Zitat geht eigentlich noch weiter. Den materialistischen Medizinern, also den rein Materie ausgerichteten, wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit. Das war seine Prophezeiung, also eine Warnung. Viele sind heute so weit in ihrer Bewusstheit. Also ich kann nur warnen vor einer möglichen Impfkampagne, die dann auch dieses gezüchtete Virus nach sich ziehen wird. Der Impfstoff soll ja lange schon entwickelt und vorhanden sein. Manche glauben ja auch, dass es sowieso keine lebenden Viren gibt. Aber natürlich gibt es Stoffe in mikroskopisch kleinster Form. Erreger, wenn man so will. Die eingeschleust
in den menschlichen Organismus auf molekularer und atomarer Ebene wirken können und Schaden anrichten können. Im positiven Sinne homöopathische Arzneimittel, anthroposophische Medizin, die winzig kleinen Globuli, die machen ja auch genau das. Das sind wirklich nur Essenzen in ganz geringer Dosis, die aber eine Wirkung auf dieser molekular-atomaren Ebene entfalten, jenseits von Placebo. Denn ich meine, es wirkt ja auch bei Tieren. Da spielt vielleicht dann auch der Glaube der Besitzer noch eine Rolle. Sicher, warum nicht? Aber wie gesagt, möglich kann man so sehen, es gibt gar kein lebendes Virus. Aber eben, es gibt auch materialisiert schon die Möglichkeit, da etwas in die Menschheit einzuschleusen. Wenn natürlich dann der Glaube, die Glaubenssätze, die Manifestation, bedingt durch das, was die Menschen denken, bedingt durch ihre Angst, da mitspielt, tut's bitte nicht. Ich hoffe, dass mehr und mehr Menschen diese Bewusstheit erlangen, genau das zu begreifen, wie die Zusammenhänge sind. Die Verbundenheit, die Vernetzung. Ich meine, alles steht jetzt im Netz und wirkt sich aus. Aber wir haben die Wahl, diese Vision zu teilen, indem wir es glauben, verbreiten in dem Sinne von, so ist es, so wird es sein, oder ob wir dem etwas entgegensetzen, indem wir das, was wir darüber wissen, nutzen und eine andere Vision manifestieren, uns nicht auf diese Glaubenssätze und schon gar nicht auf die Angst einlassen. Gut, also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und ich hoffe, die, die noch nichts darüber wissen, hören es sich bis zu Ende an, schmettern es nicht gleich ab, lassen sich darauf ein und entwickeln ihren Geist, ihre Seele, öffnen ihr Herz, entwickeln ihre Bewusstheit. Ja.